Sprung über den großen Teich nach Frankenmuth in die USA gemacht. Außer zahlreichen Fans aus Deutschland nahmen Marianne und Michael beliebte Interpreten der volkstümlichen Szene mit. So unter anderem Maria und Margot Hellwig, Angela Wiedel, Stefanie Hertel und Stefan Mross, Patrick Lindner, Ernst Mosch und seine Original-Egerländer Musikanten und Freddy Quinn. Zu diesem besonderen Ereignis wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Das Städtchen Frankenmuth in Michigan. Und Tausende von Fans, die kamen, wollen hier die Musik live erleben. So viele Gäste sind mit uns geflogen, denn Frankenmuth will jeder sehen. Du kommst als Gast und du bleibst als Freund, denn hier ist es schön. Hören wir
liebe Gäste, natürlich zu Hause vor Ihren Bildschirmen. Wir sind jetzt endlich da in Frankenmut, in Amerika. Ja, und ein herzliches Welcome all unseren Fans der lustigen Musikanten hier in Michigan. Servus! Sauber. Ja, vor einem guten Jahr schon haben wir diese Einladung nach Frankenmut, Michigan erhalten. Wir sind sehr, sehr gerne gekommen und es hat auch einen ganz besonderen Anlass, denn dieses zauberhafte Städtchen feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Jubiläum. Ja, und wir haben diese Einladung natürlich besonders gerne angenommen, sind mit Tausenden von Fans über den großen Teich geflogen und endlich sind wir hier in der Weltstadt Frankenmut. Herzlich willkommen Ihnen allen. Wunderbar. Naja, es ist ein kleines, sehr sympathisches Städtchen und viele Gäste zu Hause wissen natürlich nicht, wo dieses Frankenmut liegt. Im Bundesstaat Michigan, im Norden der USA und es grenzt an Kanada. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja immer schon ein Kindheitstraum von mir. Ich habe zu meiner Mutter schon immer gesagt, schon als kleiner Bub, Amerika, Michi gehen. Ja, ja. Und Amerika. Jetzt bin ich hier. Das heißt natürlich Michigan, um uns ganz richtig auszudrücken. Aber eine Frage, liebe Gäste, wo sitzen unsere amerikanischen Freunde und unsere Gäste aus Frankenmut? Aha, da hinten. Hallo, servus. Und wo sind unsere Gäste aus Kanada? Oh, da geht's aber rund. Herzlich willkommen. Und ich weiß natürlich, dass wir sehr viele Freunde aus Deutschland, Österreich, Schweiz zu Gast servus. Haben. Also ein wunderbar. Tolles Publikum und ein super Programm haben wir natürlich für Sie mitgebracht. Ja, und eine unserer ersten Gäste sind die Geschwister Hofmann mit ihrem Lied Wenn nicht die kleinen Sünden werden. Warum dieses schwäbisch-badische Mädel-Duo so erfolgreich ist, werden Sie Ihnen jetzt gleich mit einem instrumentalen Medley-Feuerwerk demonstrieren. Da stellt sich jetzt eigentlich nur noch die Frage. Welche? Wann fängt denn endlich die Musi an? Na, jetzt? Ja. Ist doch klar. Wir haben uns nur in die Augen geschaut, wir haben uns nicht traut. Ich wollte viel mehr von dir, denn ich hab's gespürt in mir. Wenn's einmal richtig losgeht wir, dann tanzt du nur mit mir. Wann fang denn endlich Musi an, damit die mit dir schmusen kann? Wenn tanzen all in all, da kommt man näher dran. Wann fangt denn endlich Musi an, damit die mit dir schmusen kann? Das dauert viel zu lang, der Musikanten reißt Zeit zusammen. Es war eine lange Nacht, wir haben tanzt und gelacht, dann haben wir unser Busserl gehen und es haben alle gesehen. Und weil ich rot worden bin, hast du gesagt, das müssen wir üben. Es ist nur so beim ersten Kuss, heut ist noch lang nicht Schluss. Wann fangt denn endlich Musi an, damit die mit dir schmusen kann, dann tanzen alle.
Liebe Zuschauer, wir zeigen Ihnen jetzt, wie Frankenmut, wie und warum vor allem Frankenmut vor 150 Jahren entstanden ist. Wir laden Sie ein zu einem Streifzug durch Geschichte und Gegenwart unseres Gastgeberortes. Am 20. April 1845 lichtete das Segelschiff Carolina im Bremer Hafen die Anker, um nach Amerika auszulaufen. An Bord waren auch 15 Passagiere aus Mittelfranken, aus dem Raum Neuendettelsau und Umgebung. Unter der Führung von Pastor August Krämer hatten sie das Ziel, in Michigan die Ureinwohner zum christlichen Glauben zu bekehren. Die Reise war äußerst beschwerlich. An Bord waren schwere Krankheiten ausgebrochen und die Auswanderer hatten nicht weniger als 6 schwere Stürme zu überstehen. Nach 50 Tagen endlich war New York erreicht. Man wies den Neuankömmlingen ihr Reiseziel in Michigan an. Und weiter ging die Reise mit dem Schiff und dann mit der Eisenbahn. Unseren mutigen Franken blieb wirklich nichts erspart, denn sie wurden in ein schweres Zugunglück verwickelt. Unter schwierigsten Bedingungen begann man, am Cass River den Wald zu roden. Das Land hatte 2,5 Dollar pro Acre gekostet. Für 10 Dollar bekam man also 17.000 Quadratmeter Urwald. Zwei einfache Hütten konnten gerade noch errichtet werden, bevor der schwere nordamerikanische Winter hereinbrach. An die Bekehrung der Indianer konnten die Frankenmuter erst im folgenden Jahr denken. Bei den erwachsenen Indianern war die Mühe zwar vergebens. Und mit stoischer Ruhe ließen sie alles über sich ergehen, ohne eine Reaktion zu zeigen. So konzentrierte man sich auf die Indianerkinder, die nach und nach in Frankenmut zur Schule gingen.
Der Anfang von Frankenmut war gemacht. Ja, liebe Gäste, jetzt haben Sie selber feststellen können, wie die Frankenmutter die Traditionen ihrer Vorfahren pflegen. Logisch, dass es auch hier in Frankenmut viele gute Bands gibt, sogar eine richtige, echte bayerische Band. Wir freuen uns auf Marv Herzog und seine Bavarian Band. Ein herzliches Dankeschön an Marv Herzog und seine bayerische Band. Ja, ein weiterer Höhepunkt in unserem Programm erwartet sie jetzt. Sie ist erst süße 16 Jahre jung, schwärmt für die USA, für Kevin Costner und Mariah Carey. Und in Deutschland ist sie selbst ein Volksmusikstar. Freuen Sie sich mit mir auf Stefanie Hertel. Und die
Ein herzliches Dankeschön an unsere Stefanie Hertel. Und ich darf Ihnen jetzt jene Menschen vorstellen, die daran schuld sind eigentlich, dass wir hier alle in Frankenmut so gemütlich beieinander sitzen. Ja, und aus dem Grunde stelle ich Ihnen den Herrn rechts neben mir vor. Er war derjenige, der das am Anfang initiiert hat, das kann man wirklich sagen. Er ist der Bürgermeister der Partnerstadt Gunzenhausen in Mittelfranken, Bürgermeister Willi Hilbert. Herzlich willkommen. Zu meiner Linken, meine Damen und Herren, jener Mann, er und seine Familie haben ganz Wesentliches dazu geleistet, dass Frankenmut so deutsch geworden ist. Und zwar ist es unser Mr. Frankenmut, Mr. Willy, no, nicht Willy, Willy bist du, Mr. Tiny Zehnder. Herzlich willkommen, Tiny Zehnder. Und oh, ein Busserl in Ehren, ja, ja. Darf niemand verwehren. Ja. Ja, wir freuen uns ganz besonders, denn seit 33 Jahren besteht diese Partnerschaft, die Städtepartnerschaft zwischen Gunzenhausen und Frankenmut. Und jetzt wird uns natürlich interessieren, wie das zustande gekommen ist. Es ist zustande gekommen, weil vor 150 Jahren Menschen aus der Not ausgewandert sind nach Franken, um hier das Land zu urbanisieren und zu christianisieren. Und die Familien Zehnder und Bronner gehören mit zu den ersten Emigranten in Frankenmut. Aber dann gab es vor 33 Jahren ein Treffen, ein ganz spezielles Treffen in Gunzenhausen oder in Frankenmut? Zuerst in Frankenmut und dann in Gunzenhausen. Und zwar war das eine Gunzenhäuserin, die sich einen amerikanischen Boy angelacht hat. Einen deutschen amerikanischen Boy, ja. Die Liebe kennt bekanntlich keine Grenzen, so Gott sei Dank. Das. Und somit war dann die Partnerschaft und die Freundschaft wurde dann einfach symbolisch dokumentiert. Ja, sie wurde durch Beschlüsse der beiden Städte dokumentiert, aber ganz besonders haben die Menschen die Freundschaft geprägt. Durch das Hinüber und Herüber und ganz besonders, weil sie unser Brauchtum pflegen. Sie pflegen das bayerische, fränkische Brauchtum in Sprache, in Tanz und Musik und auch in den Schulen. Und dann wurde auch ein Lindenbaum gepflanzt. Ja, aus dem kleinen Lindenbaum, wurde angefangen ist, eine große Freundschaft ist geworden. Wir pflegen unsere Partnerschaft seit 33 Jahren, wo unsere Vorfahren hergekommen sind aus Franken. Ich bin ein Franken. Toll, schau, wunderbar. Und sein unser Großvater? Bürgermeister Willi Hilbert aus Gunzenhausen ist natürlich nicht mit leeren Händen hierher gekommen nach Frankenmut. Er hat etwas ganz, ganz Spezielles mitgebracht. Aber das soll noch eine Überraschung bleiben, denn ich weiß natürlich, dass hier sehr, sehr viele Festlichkeiten gibt. Zum Beispiel, und das müssen wir unseren Zuschauern unbedingt zu Hause erzählen, diese legendäre Frankenmut-Parade. Was gibt es noch alles? Ja, es beginnt im Januar mit dem Schneefest, das Musikfest, das Lauffest, dann das Bavarienfest mit der Parade, dann das Oktoberfest. Es gibt immer etwas in Frankenmut und die lassen sich immer was Neues einfallen. Es ist eine viel familienfreundliche Stadt. Hier ist immer was los in Franken. Also eine Reise wert. Und meine Damen und Herren, jetzt kommt die große Überraschung. Ja, und das wird der Herr Bürgermeister Hilbert jetzt selber sagen, was es da alles gibt. Denn, ja, verehrte liebe Freunde, die heute in Frankenmut sind, vor 150 Jahren, wie Marianne gesagt hat, sind mutige Franken hier ausgewandert. Und heute möchte ich dem Tiny Zehnder für seine Familie, die auch vor 150 Jahren ausgewandert ist und dieses schöne Land mitgeprägt hat, die Dokumentation der Auswanderung überreichen. Das ist aus dem Staatsarchiv aus Franken, aus Nürnberg. Und das möchte ich ihm heute überreichen. Das finde ich ganz, ganz großartig. Wunderschön. Die Familie Zehnder kann stolz darauf zurückblicken, was sie hier alles geschaffen hat. In Frankenmut. Ich finde es ganz besonders lieb. Aber es gibt ja noch eine zweite Überraschung, die unser Bürgermeister aus Gunzenhausen mitgebracht hat. Und das wäre? Das ist der Schmankerl für Sie. Das sind die Trachter, die Altmetaller aus Gunzenhausen. Und die haben einen Tanz, einmal Sechserlerburm und den Gunzenhäuser Dreher.
einer der größten Hits in der alpenländischen Volksmusik, ist ein Lied, das immer wieder gerne in Funk und Fernsehen gehört und gewünscht wird. Der Erzherzog Johann Jodler. Eine der besten Jodlerinnen haben wir eingeladen hierher nach Frankenmuth. Und es wird natürlich viele, viele München-Fans ganz besonders freuen, denn sie ist ein original Münchner Kindl. Freuen Sie sich mit mir auf den Erzherzog Johann Jodler und Angela Wiedl. Natürlich wollten wir hier in Amerika nicht auf unser super Begleitorchester verzichten und begrüßen Sie auch ganz herzlich Otti Bauer und seinen Musikantenexpress. Ja! Liebe Gäste, nach diesem grandiosen Erzherzog Johann Jodler geht es jetzt wahrköniglich weiter mit einem König der Volksmusik. Ja, er hat einen unverwechselbaren Sound entwickelt. Seine Musik ist schwungvoll und fröhlich. Seit vielen, vielen Jahren ist er der ungekrönte König. Man nennt ihn auch den Karajan der Volksmusik. Ja, und vor allem, er ist in Deutschland genauso beliebt wie hier in Amerika. Und er feiert in diesem Jahr sage und schreibe sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Herzlich willkommen, Ernst Mosch und seine Original-Egerländer Musikanten. Thank you.
Ja, wenn ich einmal Hochzeit mach, dann immer nur mit dir. Sag ich ja, dann ist mir klar, ich sag es nur zu dir. Wenn die Malerin dann drauf, dann immer ist von dir. Dass sie die nimmer mehr verliert. Ja, wenn die mal mein Herz verschickt, dann immer nur an dir. Für ein ganzes Leben in so verliebt war ich noch nie. Wenn ich einmal Hochzeit mach, dann immer nur mit dir, dass ich die nimmer mehr verlier. Alter Herr des Goldes wert, das ist nie verkehrt. Wer mit kommt zur rechten Zeit, grüßt, was überbleibt. Ja, wenn ich einmal Hochzeit mach, dann immer nur. Schon beim ersten Kuss habe ich es geahnt. Dieser Kuss, der führt zum Standesamt und alles jodelt. Holla, ja, ho, holla, ja, ho. Ja, 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 ho, holla, ja, ho. Und jetzt, liebe Zuschauer, machen wir einfach einmal einen kleinen Abstecher zu einem typisch amerikanischen Holzschnitzer mit einem wunderschönen Namen, nämlich der Schorsch Keilhofer aus Berchtesgaden ist es, bei dem wir jetzt im Frankenmuth in seiner Holzschnitzerwerkstatt sind. Bestimmt natürlich nicht amerikanischer Holzschnitzer, ja, stimmt bestimmt in keinster Form. Wie lange sind Sie denn schon hier? Sie sind ja ausgewandert. Ja, ich bin 67 ausgewandert, war aber zum ersten Mal 66 hier. Wurde von People-to-People-Organisation eingeladen und dann ein Jahr später wurde ich rübergeholt von dem Herrn Zehnder. Und da haben Sie sich entschieden, mit der ganzen Familie einfach rüber zu gehen? Ja, und dann sind wir jetzt 28 Jahre hier, vor 16 Jahren haben wir uns dann selbstständig Ihre gemacht. Ihre Frau ist ja auch eine Deutsche, eine Dortmunderin, die Anni. Die Anni und die Tochter ist ja auch in München geboren. Ja, wahnsinnig. Also international kann man da wirklich nur sagen, Sie haben aber nicht nur allein die Schnitzereien, die Sie selber machen, sondern Sie halten auch so Vorträge, Seminare ab. Ich habe Klassen, wie zum Beispiel haben wir jetzt ein Seminar, das dauert eine Woche, ich habe 10 Leute hier, die Schnitzen lernen möchten. Und beginnend lernen die Leute Schnitzen eben zum Beispiel dieses wunderschöne Eichenblatt zu schnitzen. Ja, das ist ein Eichenblatt. Zuerst sollen wir die Technik wissen. Ja, und dann später kommt dann alles andere. Später ja. Wird zum Beispiel so ein wunderschöner Herrgott geschnitzt, den wir jetzt hier sehen, als Rohling beispielsweise. Ja. Das ist verleimtes Lindenholz, ausgeschnitten mit der Bandsäge und das andere muss alles handgemacht werden. Da arbeiten Sie gerade
ja, braucht man dazu? Ungefähr 30 Stunden. 30 Stunden, ja. Das ist schon große Tätigkeit. Sie also haben ja richtige Bücher darüber geschrieben. Ja, das kommt jetzt auch vor, dass man so nach und nach einige Bücher schreibt. Sind Sie jetzt, wenn Sie schon so lange da sind, schon amerikanischer Staatsbürger? Nein, ich bin immer noch Deutscher. Mit Stolz. Ja, möchte ich sagen, ja. Aha, ich fühle mich wohl, ja. Wir sind auch schon so lange jetzt da, einige Tage, und wir haben also eines festgestellt, hier in Frankenmuth hört man den ganzen Tag deutsche Volkslieder. Und die hören wir jetzt auch von zwei sehr charmanten Vertreterinnen der deutschen volkstümlichen Unterhaltungsmusik. Hier sind Maria und Margot Hellwig. Freut euch des Lebens, solange das Lämpchen noch glüht, pflücket die Rose, die sie verblüht. Man schafft so gern sich Sorg und Mühe, sucht Dornen auf und findet sie und lässt das Bäuchen unbemerkt, das uns am Wege blüht. Freut euch des Lebens, solange das Lämpchen noch blüht, pflücket die Rose, wie sie verblüht. Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Bald wirst du müde, einsam sein, im Herzen leben. Drum sag ich's noch einmal, schön ist die Jugendzeit, schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr, sie kommt nicht mehr. Thank you.
In Amerika gibt es viele, viele populäre Fernsehsendungen, Fernsehshows, so unter anderem die bekannte Lawrence Wake Show. In dieser wirkte unser nächster Interpret oftmals mit als Solist auf seinem Akkordeon. Und er ist ein echter Frankenmuter und hat für Sie was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich die Fingertip-Polka und die Beer-Barrel-Polka. Welche Polka sich dahinter steckt, das werden Sie jetzt gleich feststellen. Herzlich willkommen, Myron Florin. So steil wie ein Wein, ich wachsel zur Hüften. Der Berg ruft, die Bergluft ist frisch, ich war so lang mit Brom. Oh yeah, was ich seh, das muss ein Schmidt sein. Oh yeah, komm, er schenkt mir ein Jagertee. Schon der Tier.
dir. Du bist mein Freund, mein ganzer Stolz. Madel, ich frag dich, wie lang muss ich noch bieten? Lass mich nicht stehen vor so viel Holz. Die neue Art der Volksmusik, volkstümliche Popmusik eben mit unseren Freunden von Vorarlberg, nämlich den jungen Klostertalern. Und ich begrüße ganz herzlich unsere Gewinnerin des Preisrätsels der lustigen Musikanten, Frau Barbara Rutzki. Richtig, Rutzki aus Pfungstadt in Südhessen, zusammen mit ihrem Papi. Viele, viele haben geschrieben und nur eine hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind einige Tage schon unterwegs. Erzählen Sie uns ein bisschen was. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er bekanntlich was erzählen. In diesem Fall bestimmt ganz, ganz viel. Ja, wir haben also etliche tausend Kilometer mit dem Flugzeug zurückgelegt. 5 Starts und Landungen. Wir waren in Washington, wir waren in New York. Wir haben die Niagara-Fälle gesehen. Was hat Sie am meisten beeindruckt? Ja, der Blick vom Empire State Building, der Broadway, die Niagara-Fälle. Das ist halt das Imposanteste an dem Ganzen. In New York hätten Sie sich beinahe verlaufen. Ja, wir waren also auf dem Empire State Building. Beim Reingehen man orientiert sich ja automatisch ein bisschen, haben wir uns an einem Gerüst orientiert. Wir sind von links rein und rauf und wie wir dann wieder runter sind, da hieß es ja, gehen Sie mal da und da raus. Und da war halt auch wieder ein Gerüst da und da sind wir halt rechts rum raus. Und wir sind gelaufen und gelaufen und da wussten wir, irgendwann muss das Hotel kommen, aber es kam nicht. Und da, wir sind zur falschen Seite rausgelotst worden und da blieb uns halt nur das Taxi dann übrig. Und dann kriegt man natürlich schon ein bisschen Angst, der Sprache nicht so ganz mächtig. Wir Europäer können natürlich auch mit dieser Air Condition, haben wir natürlich auch unsere Probleme, der Fatih vor allem, gell? Der Unterschied bestand zwischen Kühlschrank und Backofen bezüglich der Klimaanlagen in den Bussen, Bahnen und in den Räumlichkeiten gegenüber der Außentemperaturen. Also mal war man am Schwitzen, mal am Frieren. So ist es, aber wir sind es nicht gewöhnt, aber man kann sich eigentlich schon in diesem wunderschönen Land an diese Situation zum Beispiel gewöhnen. Ich habe eines festgestellt, die Amerikaner sind wahnsinnig freundlich, also es ist wirklich ein tolles, faszinierendes Land. Schon ein bisschen Reisefieber wieder, morgen geht es nach Hause? Ja, morgen schon. Nach Hause, schon. Die Frage interessiert natürlich unser Publikum. Es gibt ja einmal im Monat die Zeitschrift der lustigen Musikanten und da können Sie natürlich mitspielen und jedes Mal eine Reise zur Sendung live der lustigen Musikanten gewinnen. Damals wurde was gefragt? Ja, den wievielten Geburtstag Ernst Mosch dieses Jahr feiern darf. Genau, am 7. November wird er? 70. 70, kann man noch nicht gratulieren, aber es wird bestimmt ein ganz, ganz großes Fest. Es gibt das Maskottchen, unsere Lumu als Dankeschön, als Dreingabe der Reise und natürlich eine neue Ausgabe der lustigen Musikanten, die Sie im Kiosk erwerben können. Die Stefanie Hertl als Titelblatt, die haben wir schon gehört und daneben ein junger Mann, inzwischen ein junger Mann, ein Fest der Liebe hören wir jetzt von ihm auf seiner Trompete, Stefan Mross. Thank you.
Ein Fest der Liebe. Seit über 20 Jahren stehen wir beide auch schon jetzt auf der Bühne, sind privat im Leben ein Paar. Eine herrliche Zeit zusammen, die wahnsinnig schnell wieder vergangen ist. Ja, aber das kann ich ja wirklich nur bestätigen. Und wir freuen uns auch immer wieder, wenn ein neues Duo am Volksmusikhimmel erscheint, so auch unsere nächsten Gäste. Ein Duo, das eigentlich aus zwei, ja, kann man sagen, Solisten besteht. Beide sehr, sehr erfolgreich, heute aber bei uns gemeinsam. Ja. Auf der Bühne mit ihrem neuen Lied. Genau, ein Lied für jeden Sonnenstrahl. Stefanie Hertel und Stefan Mross. Da kommt Laune auf. Und jetzt kommen wir zu ganz, ganz lieben Gästen aus dem südlichen Chiemgau. Sie sind angereist, 10 junge, fesche, stramme Burschen, die uns auf Originalbayerisch den Holzhacker platteln möchten. Und ich freue mich ganz besonders auf diese Burschen und für all jene amerikanischen und kanadischen Freunde, die die deutsche Sprache nicht mehr ganz so beherrschen, habe ich jetzt einen ganz, ganz lieben Freund gebeten, mir dabei zu helfen, das einfach ein bisschen zu übersetzen. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir hier herum auf der Bühne einen ganz großen Freund, nämlich Freddy Quinn. Herzlich willkommen! Lieber Freddy, darf dich bitten, mir ein bisschen so zur Seite zu stehen, hier heroben? Du hast ja einige Jahre in Amerika gelebt und liebst dieses Land, wie ich erfahren habe. Ja, das kann man wohl sagen und ich bin gerne bereit zu übersetzen, wenn du es möchtest. Gerne, gerne. Also, was geht? Also, dann fange ich einfach einmal an. Und zwar, die Chiemgauer Burm und Plattler platteln uns jetzt den Original-Holzhackermarsch.
The chain farmer boys a platen and marching the woodpecker march. Perfekt. Perfekt. Sie schlagen mit den Äxten. They hit you with their axes. Me? Nah, they're using their axes. Ja, alles klar. Und in der Mitte wird ein Holzknecht-Schmarren zubereitet. In the middle, they will prepare a woodpecker schmarren. Perfekt. Perfekt. Ich sage, das Englisch ist ja so leicht und so einfach zu verstehen, gell? Also, wir hören ja dich nachher noch mit einem eigenen großen Gesangsblock mit wunderschönen Liedern. Darauf freuen wir uns ganz besonders. And now for you, the Cheam Lake Boom or the Boys and Plattlers with the Woodbreaker March. Ja, Spinni, kannst nicht Deutsch, Himmel fix nochmal. Jetzt können wir die Chiemsee Boom. Also gut, ab geht's. Ja, wir haben ja schon gehört, dass im Frankenmut einiges los ist, so über das ganze Jahr verteilt. Und aus dem Grund habe ich natürlich auch Gäste eingeladen aus Frankenmut, aber nicht nur aus Frankenmut. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich bei mir hier oben auf der Bühne die Präsidentin der Handelskammer und des Oktoberfestes von Frankenmut, Annette Rummel. Herzlich willkommen. Dann begrüße ich ganz herzlich unseren Bürgermeister von Frankenmut, nämlich Gary Ruprecht.
Und eine große Überraschung hat sich schon angekündigt. Man sieht es hier richtig schön aufgebaut. Das ist unser Wirtschafts- und Wiesenstadtrat von München, Hermann Memmel, angereist aus München. Ich freue mich ganz besonders. Und es hat natürlich seinen ganz, ganz besonderen Grund, warum er heute hierher gekommen ist zu uns nach Frankenmuth. Denn er hat eine ganz große Überraschung mitgebracht. Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Zum Zweiten, also Michael, das Wetter, das wünschen wir uns am kommenden Samstag, am 16., wenn die Wiesn noch geht. Das ist ein Kaiserwetter und da stimmt alles und die Leute sind da genauso fröhlich wahrscheinlich auf der Wiesn wie hier. Großartig. Ich finde auch, das ist ein Applaus jetzt gleich einmal wert. Logisch, eine Riesenstimmung. Zweitens, Frankenmuth ist eine Stadt voll Lebendigkeit und Vitalität. Da werden ja mehr Feste gefeiert wie in München und in Bayern insgesamt. Und da haben wir gesagt, wenn das so ist und hier auch noch ein großartiges Oktoberfest gemacht wird und die sogar sich bemühen, das Oktoberfest so bayerisch aufzuziehen wie wir das, dann möchten wir die Patenschaft übernehmen für dieses Oktoberfest, das in der nächsten Woche beginnt. Und ich darf Ihnen beiden hier und insbesondere dem Herrn Bürgermeister, den Geri Rupprecht, ein Zertifikat überreichen von unserem Oberbürgermeister. Darf ich vielleicht ein bisschen mithelfen gerade? Auf diesem Zertifikat steht, dass die bayerische Landeshauptstadt München würdigt die Tradition und insbesondere die Aktivitäten, die hier gemacht werden. Und weil das natürlich nur Papier ist zum Aufhängen, wollen wir einiges noch folgen lassen. Wir haben das schon besprochen, würde die Sendung jetzt natürlich sprengen. Aber wenn München was übergibt, was ist naheliegender? Ein Bierkrug. Wenn ich jetzt nur ein Bier da hätte, hätte ich natürlich eingeschenkt, habe ich nicht. Frau Präsidentin, darf ich Ihnen diesen wunderbaren Krug übergeben? Das ist unser Jahreskrug des Münchner Oktoberfests. Und dann habe ich für den Bürgermeister natürlich auch einen Krug mitgebracht, unser neuen Logo, Maskrug. Und ich darf sagen, beide Krüge haben einen großen Sammelwert. Ich darf die Stadt Frankenmuth einladen, nach München zu kommen. Wir kommen nächstes Jahr wieder und Sie alle darf ich auch sehr herzlich einladen. Schauen Sie sich hier das Oktoberfest an und kommen dann zum Original nach München. Wunderbar, dann sage ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Unser Bürgermeister hat noch ganz kurz was zu sagen, selbstverständlich. Dankeschön, das ist eine große Ehre und Freude für die Stadt Frankenmuth. Ich habe einen Stadtschlüssel, Frankenmuth Stadtschlüssel, Bierstein, für den Oberbürgermeister von München. Auf Wiedersehen in München! Ja, darauf freuen wir uns natürlich alle auf ein fröhliches Wiedersehen in München. Danke und Servus! Wir fliegen um die Welt, New York und nach Paris und schauen für sehr viel Geld, wo es schöner ist. Mallorca und Athen, ja überall wie schön, doch merkst du irgendwann, am schönsten ist der Horn. Am Rhein, da feiert man und lacht, was kann denn schöner sein? Wir haben die Stadt Berlin und auch den Ostseestrand, wer Dresden nie gesehen, der kennt nicht unser Land. Schnee, das schöne Bayernland, ja Hamburg musst du sehen und auch die Oderkant am neuen Main probieren.
schöne Partnerin, da hast du fürs Herz was. Dankeschön, meine Damen und Herren. Da kommt man natürlich ganz schön außer Atem, aber ich freue mich jetzt ganz besonders auf einen Interpreten, auf einen wohl der beliebtesten Interpreten Deutschlands. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein ausgezeichneter Künstler. Das Publikum, alle Herzen liegen ihm zu Füßen. Herzlich willkommen, Patrick Lindner! Manchmal, da schaut man in zwei Augen und sieht ein ganzes Leben drin. Glaub mir, ich musste nichts mehr fragen, als ich dir heute begegnet bin. Du willst vergessen und spürst, dein Herz ist noch nicht frei. Komm und gib deine Tränen dem Wind, ich helf dir gern dabei. Versprichst du dir zu viel? Doch wie
schenk mir den Sommer, lass mich erleben, was ich fühl. So fing es an, die Sonne und du, dann kam die Liebe dazu. Lass doch dein Herz voll Schmetterlinge sein, lass deine Sehnsucht zu mir fliegen. Was du heut träumst, das träumst du nicht allein. Was ist dabei, wenn wir uns lieben? Lass doch dein Herz voll Schmetterlinge sein, lass deine Sehnsucht zu mir fliegen. Was du heut träumst, das träumst du nicht allein. Junge Mädels machen hier in Frankenmuth gemeinsam Musik, aber ganz, ganz anders. Aber hören und sehen Sie einmal selbst. Ja, unter der Leitung von Mrs. Mary Kuski hören wir jetzt den St. Lawrence Handbell Chor. Viel Vergnügen. Hari Lal,
Also bei so einem zünftigen Jodler und einer so feschen Jodlerin, da schlägt einem das Herzerl schon ein bisschen schneller. So. Also mir schlägt das Herzerl auch ein bisschen schneller. Aber nicht, weil ich neben dir stehe, sondern schon ein bisschen, weil ich neben dir stehe. Aber vor allem natürlich ganz zu Beginn der Sendung, denn da habe ich natürlich irres Herzklopfen gehabt. Schließlich ist es unsere allererste Sendung aus Amerika. Ja, da hast du allerdings recht. Und ich hoffe aber nicht die letzte, denn mir gefällt es in diesem Land wirklich wahnsinnig gut. Mir auch. Ja. Ja, super. Liebe Gäste, nachdem wir ja vorher diesen herrlichen St. Lorenz Handbellchor gehört haben, wollen wir natürlich jetzt einen absoluten Gegensatz. Amerikanische Volkssongs. Tja, und auch damit kann Frankenmuth absolut dienen. Ist überhaupt kein Problem. Wir begrüßen ganz herzlich den Wenner Jugendchor der High School Frankenmuth. Thank you.
Und das war noch einmal unterstützt von Helga Reichel, unser Ernst Mosch mit seinen Original-Egerländer Musikanten. Und jetzt haben wir es draußen. Auch von unserem nächsten Gast, liebe Freunde, spricht man in der Superlative. Er ist Sänger, Schauspieler und Artist. Er ist in allen Fernseh- und Funkstudios zu Hause und gern gesehener Gast. Und wir hören von ihm ein Volkslied-Medley. Herzlich willkommen, Freddy Quinn. Jetzt kommen die lustigen Tage, Schätzel ade. Und dass ich es dir auch gleich sage, es tut mir gar nicht weh. Denn im Sommer, da blüht der rote, rote Mond und ein lustiges Blut kommt überall davon. Schätzel ade, ade, Schätzel ade. Kehr ich dann später wieder, Schätzel ade, dann sing ich die alten Lieder, vorbei ist all mein Weh. Und bist du dann bei mir, wie einst im grünen Mai, so bleibe ich bei dir und halte dir die Treu. Schätzel ade, ade, Schätzel ade. Ein schöner Land in dieser Zeit, als hier das Unsere weit und breit, wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit. Wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit. Nun, Brüder, eine gute Nacht, der Herr im Hohen uns zu behüten ist er bedacht. In seiner Güte uns zu behüten ist er bedacht. Städtele hinaus und du, mein Schatz, bleib hier. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder komm, wieder komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Kann ich auch nicht immer bei dir sein, hab ich doch meine Freude an dir. Wenn ich komm, wenn ich wieder komm, wieder komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Wie du weißt, dass ich wandern muss, als sei unser Glück vorbei. Gibt es auch, liebe Mädchen, so viel. Mädchen, so viel, lieber Schatz, ich bleib dir treu. Glaube nicht, wenn ich die anderen seh, so wär unsere Liebe vorbei. Gibt es auch, liebe Mädchen, so viel. Mädchen, so viel, du mein Schatz, ich bleib dir treu. Übers Jahr, wenn die Schwalben entfliehen, werd ich wieder bei dir sein. Wenn du dann mein Schätzele noch bist, so soll die Hochzeit sein. Übers Jahr, wenn alle Rosen blühen, werd ich wieder bei dir sein. Wenn du dann mein Schätzele noch bist, Schätzele.
lange, lange, lange haben wir uns auf diese Sendung hier in Frankenmuth gefreut. Und jetzt ist sie beinahe schon zu Ende. Wir dürfen ganz besonders herzlichen Dank sagen an Don Keller und sein Superteam, die uns fantastisch hier betreut haben in Frankenmuth. Und das gibt einen donnernden Applaus. Ich bin sicher, es wird nicht noch einmal 150 Jahre dauern, bis wir wieder hier sein werden in Frankenmuth. Aber wir, liebe Zuschauer zu Hause, sehen uns wieder, ganz bestimmt wieder am 22. Oktober. Dann aber aus dem Weinbaumuseum aus Uhlbach in der Nähe von Stuttgart. Also nicht vergessen, am 22. Oktober, die lustigen Musikanten laden Sie dann wieder ein. Ja, und jetzt bleibt uns eines über, wir haben ein ganz besonderes Finale. Wir brauchen jetzt all Ihre Hilfe, vorausgesetzt Sie machen mit unsere Freunde aus Amerika, aus Frankenmuth, aus Kanada und natürlich unsere Gäste aus Europa, Deutschland, Österreich, Schweiz. Singt Sie mit uns! Wunderbar, dann steht eigentlich einem großen, furiosen Finale nichts mehr im Wege. Wir bräuchten nur noch einen, der mit so vielen Sängern und Sängerinnen wirklich umgehen und sie dirigieren kann. Herzlich willkommen, unser großartiger Dirigent, nämlich Gotthilf Fischer. Herzlich willkommen. Lieber Gotthilf, du darfst jetzt hier gleich loslegen. Ich weiß ja, du warst schon oftmals hier in Amerika zu Gast und hast viele, viele Chöre dirigiert. Zum Beispiel warst du, glaube ich, in den 80er Jahren vor dem Weißen Haus sogar. Ja, zu Gast beim Präsidenten und dann anschließend Welturaufführung der Friedensmesse in Washington. Heute ist auch ein ganz großer Anlass. 150 Jahre wird man nicht alle Tage. Seid ihr bereit? Wir alle erwarten jetzt deinen großen Einsatz für Volkslieder, die wir alle miteinander kennen. Unsere Gäste hier, unsere Zuschauer zu Hause. Vielleicht haben sie auch Lust, der Glanzmesserl mitzusingen. Wir sagen Dankeschön an alle unsere Gäste und Dankeschön an Frankenmuth. Servus! Wir haben der Heller war so was.
herangesprochen wurde, der muss schon nach Amerika fahren. Genauer gesagt nach Frankenmuth im US-Bundesstaat Michigan. Diesen Ort gründeten fränkische Einwanderer vor rund 150 Jahren und sie erhielten sich viele ihrer Sitten und vor allem ihren Dialekt. Unser Studio Franken besuchte also diese Franken in Amerika. Wir danken für die freundliche Unterstützung der Produktion durch die Sparkasse Gunzenhausen und wünschen Ihnen nun viel Vergnügen in Frankenmuth, Michigan.